Herzlich willkommen zurück zu Baldur's Gate, ihr Lieben. Wir sind noch in der Taverne, wo wir in der letzten Folge herausgefordert wurden und wir haben uns um den guten Mann gekümmert. Ich bin gespannt, ob es da nochmal Konsequenzen geben wird. Und genau, wir schauen uns jetzt hier mal so ein bisschen um in der Taverne. Ich habe übrigens gemerkt, dass mein Charakter sein Schwert eingebüßt hat. Das ist leider kaputt gegangen im Laufe des Kampfes anscheinend. Da müssen wir uns auf jeden Fall dann noch um Ersatz kümmern. Und genau, wir dürfen auch nicht vergessen, dann nochmal zu rasten, bevor wir aufbrechen. Weil ich würde gerne noch den zweiten Gürtel identifizieren, den Nera dabei hat. Da bin ich sehr gespannt, was es mit dem noch auf sich hat. Genau, und wir schauen uns dann gleich auch noch in der zweiten Etage um. Gehen! Ja, ja, was ist ja gut. Wir bewegen uns ja schon. So, hier ist nichts so weit drin. Danke übrigens auch von Herzen für eure lieben Kommentare. Ihr habt mir sehr viele nette Tipps gegeben. Die habe ich mir auch alle fein aufgeschrieben. Das hilft mir auf jeden Fall, das Spiel noch mal ein bisschen besser zu lernen. Ich gucke jetzt direkt mal, wo kann ich denn hier eigentlich die KI einstellen? Tasten zuweisen. Ich glaube, das geht bei dem jeweiligen Charakter. Anpassen. Skript. Genau, jetzt sind wir hier bei meinem Charakter. Ich möchte, dass mein Charakter auf jeden Fall Nahkampfwaffen bevorzugt. Er soll bitte keine besonderen Fähigkeiten benutzen und auch keine Zauber. Und die anderen bitte auch nicht. Imoin soll mal bitte ihre Fernkampfwaffe benutzen, das passt. Defensivzauber einsetzen. Ich finde das nämlich immer etwas verwirrend. Fallen können wir ruhig aktiviert lassen. Fernkampfwaffen. Genau. Insbesondere bei Nera würde ich das gerne erstmal selber alles steuern. Wer weiß, was da sonst so bei rumkommt. Badenlied singen. Ja, warum nicht? Das können wir vielleicht mal aktivieren. Und dann haben wir hier bei Khalid noch. Das schalten wir auch alles aus. Okay. Das ist doch schon mal gut. Und jetzt. Hat er jetzt gespeichert? Ah, nee. Okay, können wir denn hier noch mit Leuten reden? Ach so, das war der, der uns hier ein Ständchen gesungen hat. Dann haben wir hier den Koch. Ja, Prost. Ja. Okay, raus aus meiner Küche. Der möchte uns gerne rauswerfen. Wer ist denn Gyllian? Ich gehe einkaufen, wenn es euch recht ist. Oh, hallo. Ich bestehe darauf, dass ihr einen mit mir trinkt. Nein, danke. Ich muss noch fahren. Ihr scheint wirklich Spaß zu haben. Mein täglicher Spaziergang macht mir echt Spaß. Ist es schon Zeit für Brötchen? Okay, die ist ja sturzbetrunken. Genau, Duncan war, glaube ich, der eine Handlanger von Marl, den wir da verprügelt haben. Und wir gehen jetzt mal nach oben. Hier ist es viel ruhiger. Raus dann, verstanden. Aber die Musik wird etwas suspicious. Genau, dann habt ihr mir auch verraten, dass man schon aus Behältern plündern kann, dass das auch nicht als Stehlen gilt, aber Schlösser aufknacken gilt halt dann
als stehlen, das sollte niemand sehen. Genau, und wenn ich Tab drücke, dann sehe ich, das ist dann die gleiche Funktionalität wie hier unten rechts der Button. Da sehe ich dann die verborgenen Gegenstände. Auch verborgene Gegenstände. Genau. Hey, ein Reisender. Geht mir aus dem Weg, ihr ewig stinkender Schwachkopf. Wow. Es gibt genug andere Zimmer für euch, wenn ich bitten darf. Ich habe für meines voll bezahlt und brauche kaum jemanden, der das andere Bett belegt. Ich hatte nicht vor, mich mit dir ins Bett zu legen. Auf gar keinen Fall. Mein guter Algernon. Was willst du? Das ist mein Zimmer und ich will keine Besucher. Lass mich jetzt in Ruhe. Ist okay. Okay, das ist verschlossen. Gut. Da versuchen wir uns jetzt bitte mal nicht dran. Und somit haben wir uns jetzt hier schon umgesehen. Ich wundere mich, dass es hier keinen Gastwirt gibt. Verstanden. Also, dass man hier gar kein Zimmer mieten kann. Macht euch um mich keine Sorgen. Okay, so. Oh, Firebed Elfenhaars Haus. Landrins Haus war übrigens das Haus, wo wir auch die Quest für bekommen haben. Da war ja schon angekündigt, dass es da Spinnen drin geben wird. Wie gesagt, ich würde jetzt erstmal warten, bis unsere Gruppe noch ein bisschen kräftiger geworden ist, bevor wir da wieder reingehen. Das ist mir auf jeden Fall eine Lehre gewesen. Ist denn Firebeds Haus offen? Können wir da rein? Ist ganz schön schwer, heutzutage gute Kameraden zu finden. Ah, ihr seid doch Gorions Zögling, das einsame Kind aus Kerzenburg. Natürlich, ich habe von Gorions Tod gehört und drücke euch mein herzliches Beileid aus. Ihr habt euch hoffentlich in der Lektüre weitergebildet, seit ihr Kerzenburg verlassen habt. Ja, ja, die Welt der Bücher. Ich habe gehört, dass eine neue Abschrift des wundervollen Schmökers die Geschichte der Schicksalsmünze für eine schöne Stange Geld in einem der Geschäfte hier zu haben ist. Wärt ihr vielleicht so freundlich, das Buch für einen alten Mann wie mich zu besorgen? Ihr bekommt das Geld selbstverständlich wieder. Ich gebe euch sogar ein kleines Extra, um euch auf euren Reisen zu unterstützen. Es muss hart für euch sein, so ohne Gorion. Oh, ich glaube, das haben wir schon gesehen. Ich glaube, das hatten wir doch sogar schon bei dem einen Gastwirt gesehen, oder? Ihr wollt es, ihr bekommt es. Entweder bei dem Gastwirt oder bei dem in der Schmiede. Macht euch um mich keine Sorgen. Oh, da liegt eine schlafende Frau. Mensch, alter Haudegen. Oh, was bist du, ein Ring? Ein Jadering, sehr schön. Her damit. Erstmal den alten Mann ausrauben. So. Macht euch um mich keine Sorgen. Okay, und das Haus auch abgeklappert und so langsam. Ihr wollt es, ihr bekommt es. Hier ist noch ein Haus. Macht euch um mich keine Sorgen. Herr Ko- was? Herr Kolkett? Kolkettel. Oi, der Dummschwätzer. Fremde in meinem Haus? Pah. Ist doch sowieso alles egal. Ich habe seit einer Woche nichts mehr von meinem Sohn und meiner Frau gehört. Da ist alles andere ziemlich unwichtig. Ich hätte sie in diesen gefährlichen Zeiten einfach nicht reisen lassen dürfen. Lasst mich in meinem Kummer allein. Oh, okay, vielleicht treffen wir die ja noch. Aber er hat uns jetzt keine Aufgabe mitgegeben. Es lohnt sich hier echt, in die Behälter zu gucken. Verstanden. Ich meine, das Geld, was man hier so findet, das läppert sich. Verstanden. So. Oh. Du bist ein Verstanden. Großer Obelisk. Ein Monument. Garrick. Hallo, Garrick. Hallo. Ich kann euch ein nettes Angebot machen. Seid gegrüßt, Abenteurer. Ich habe gehört, dass ihr ausgezeichnete Krieger seid und mache euch daher einen Vorschlag. Möchtet ihr die Leibwächter meiner Herrin sein?
Wir sind immer auf der Suche nach Geld. Erzählt uns mehr. Ich heiße Garrick und arbeite für Silke Rosenaar. Sie ist die beste Musikerin der ganzen Schwertküste und wird noch vor Ende des Monats im herzoglichen Palast aufspielen. Leider nur befindet sie sich seit einiger Zeit in Schwierigkeiten. Ein paar von Feldepost angeheuerte Schläger haben ihr übel zugesetzt, weil sie nicht wie vereinbart in seinem Wirtshaus gespielt hat. Man kann ihr für ihr Fortbleiben kaum Vorwürfe machen, denn der Wirt dieser Feldepost ist ein ausgesprochener Schurke. Sie braucht Söldner, die sie beschützen, bis sie zum Aufbruch nach Baldurs Tor bereit ist. Sie wird 300 Goldmünzen für den Job zahlen. Was haltet ihr davon? Ist eine ganz nette Bezahlung. Das klingt vielversprechend. Warum stellt ihr uns nicht eurer Herrin vor? Ich bin überzeugt, ihr habt die richtige Entscheidung getroffen. Wir treffen uns dann vor dem Gasthaus Rote Garbe. Oh, dafür sollte ich aber erst eine neue Waffe mir besorgen. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht sofort loslegen müssen. Oh je. Okay. Wir können noch weggehen. Weil, die Aufgabe wirkt auf mich jetzt schon so, als müssten wir gleich kämpfen. Und da möchte ich erst mich noch ein wenig ausrüsten. Wir gehen mal zum Schmied. Und dann gehen wir auch noch mal rasten. Ihr wollt es? So warst du derjenige mit dem Buch. Für nur ein klitzekleines bisschen mehr kann ich alles machen. Nee, ich glaube, das hatte... Ich glaube, ein Gastwirt hatte das. Okay, wir gucken erstmal nach einem Bastardschwert für Malis. Okay, anscheinend hat er nur normale Bastardschwerter. Schade eigentlich. Warum eigentlich ausgerechnet von denen nur normale? Ich guck gerade noch mal ordentlich. Nee. Mir wurde übrigens auch noch mitgeteilt, dass ich glaube, mit Äxten können wir auch ganz gut. Aber das ist ein Beidhänder. Mir wurde noch mitgeteilt, dass Bögen wohl auch sehr stark sein sollen. Und da wir ja doch relativ viele Nahkämpfer schon dabei haben, könnte man überlegen, vielleicht noch Bögen zu lernen. Aber ich weiß nicht, ob wir kaufen jetzt erstmal wieder ein Bastardschwert. Ich glaube, die anderen haben... Vielleicht sollten wir auch vorsichtshalber immer eine Backup-Waffe dabei haben, wenn die jetzt doch so schnell kaputt gehen. Dass wir da am Ende dann ohne rumlaufen müssen. Das wäre blöd. Das wäre sogar richtig blöd. Wieso können wir den Jadering nicht verkaufen? Spannend. So, wir rüsten das Bastardschwert aus. Unsere Rüstungsklasse sieht jetzt schon ganz gut aus, aber die von den anderen auch. Wir wollen da auf jeden Fall, so gut es geht, geschützt sein. Verstanden. Und wir haben ja gelernt, je niedriger die Rüstungsklasse, desto besser. So, dann haben wir hier noch die Rote Garbe, da wollen wir uns treffen. Was ist denn der brennende Zauberer? Können wir da auch noch vorbeischauen? Ich meine, vielleicht sollten wir auch jetzt erstmal die Aufgabe machen. So, genau, dann hatten wir ja hier noch die Formation. Da würde ich vielleicht auch nochmal gucken. Schnellformation. Wer steht denn vorne? Ich? Das ist auch nicht unbedingt eine kluge Formation.
Wenn dann vielleicht eher so? Nee. Ich weiß gar nicht, wie man die Formation selber festlegen kann. Weil die verwundbaren Leute, die sollten jetzt nicht unbedingt vorne stehen. So, gut, dann probieren wir das doch mal hier mit dem Auftrag. Jawohl, Sir. Das ist meine Herrin, Frau Silke Rosena. Seid gegrüßt, Söldner. Ich bin Silke, Schauspielerin allerhöchsten Ranges. Seid gegrüßt, Söldner. Ich bin Silke, eine außergewöhnliche Künstlerin. Die sind also die einzigen Söldner, die ihr auftreiben konntet, Garrick. Die werden es dann wohl tun müssen. Ihr scheint mir um die 300 Goldmünzen wert zu sein. Das hat euch doch mein kleiner Helfer angeboten, oder? Ich habe ihnen 300 Goldmünzen angeboten, wie ihr befohlen habt. Nun gut, ich nehme an, Garrick hat euch bereits gesagt, was ihr zu tun habt. Eure Aufgabe ist es, die Schläger kalt zu stellen, wenn sie mich bedrohen. Das sollte nicht weiter schwierig sein, aber ihr müsst zügig zur Sache gehen. Auf keinen Fall dürft ihr mit ihnen reden. Einer von ihnen ist ein Magier, der mit seinen Zaubersprüchen auch über den klügsten große Macht ausüben kann. Oh, vielleicht hätten wir das doch noch nicht angehen sollen. Wir wollten ja eigentlich auch noch rasten, ne? Hier ist sie, Feldeposts Schlägertruppe. Schlagt zu, wenn ich es euch sage. Wir grüßen euch, Silke. Wir sind gekommen, wie ihr es verlangtet. Und wir haben die... Versucht nicht, mich zu bedrohen. Ich werde keine leichte Beute für euch sein. Ich habe Freunde bei mir. Wovon redet ihr? Wir haben die Edelsteine mitgebracht, die... Haltet den Mund! Hier könnt ihr euch nicht rauswinden. Schlagt jetzt zu! Tötet sie alle! Nee, das machen wir jetzt nicht. Wir wissen ja von nichts, die drei. Gebietet diesem Wahnsinn Einhalt. Wir werden niemanden umbringen, der unschuldig ist. Unsere Abmachung ist hinfällig. Ihr seid vermutlich sowieso zu feige, um im Kampf von Nutzen zu sein. Mit denen werde ich selber fertig, nachdem ich mit euch fertig bin. Okay. Spannend. Du bist ja ein komischer Kauz. So. Kann sie eigentlich... Was wollt ihr? So, ich habe gerade geguckt, ob Imoin vielleicht auch aus der Heimlichkeit angreifen kann. So. Ich habe ein bisschen Angst vor nahalsgewagter Hexerei. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt einsetzen möchte. Eure Dienerin steht zu euren Diensten. Was haben wir denn hier Schönes? Segen. Ja, wir können ja mal segnen. Wir werden ja demnächst eh noch mal eine Runde schlafen. Oder Zauberkeule, klingt auch gut. Zauberkeule. Kann ich euch behilflich sein? Und du? Ja, oh allgegenwärtige Autoritätsperson. Ja? Was benötigt ihr? Ja, passt. Boah, die ist ja relativ leicht zu killen. Städte sind immer so beängstigend. So viele Leute. Ihr wollt es, ihr bekommt es. Sie hatte sogar 400 Goldmünzen dabei und einen Kampfstab, der verzaubert ist und einen Unverwundbarkeitstrank, den sie zum Glück nicht genommen hat. Okay, wir sprechen mal mit den Leuten, die sie da überrumpeln wollte. Was sagt Garrick? Zu euren Diensten. Silke ist tot. Sie hatte es wohl verdient. Man kann nicht so bösartig sein und erwarten, damit ungestraft durchzukommen. Jetzt bin ich wohl arbeitslos. Wäre es zu viel verlangt, wenn ich euch bitten würde, mich bei euch aufzunehmen? Das ist pragmatisch. Also wir haben theoretisch noch einen Platz frei, Garrick. Kein Problem. Okay. Dann nehmen wir den lieben Garrick mal auf und wir sprechen mal mit denen. Habt Dank dafür, dass ihr die böse Hexe gestoppt habt, bevor sie uns töten konnte. Nehmt dies als Zeichen unserer Dankbarkeit.
Ein Abwehrtrank. Mensch, das hat sich doch gelohnt. Da hatten wir doch den richtigen Riecher, dass da irgendwas nicht stimmt. Oh, Rüstungsklasse auf 0 gesetzt. Ja. Lohnt sich natürlich vor allem für welche mit einer relativ hohen Rüstungsklasse. Vielleicht für Nera oder so. So, dann Verwundbarkeitstrank. Ja, ist okay. Und dann schauen wir doch mal, was es mit Garrick auf sich hat, dem guten. Garrick ist ein Barde. Und er ist chaotisch neutral. Okay. Als ihr Garrick nach seiner Vergangenheit fragt, erklärt er, dass er der gefeierten Schauspielertruppe namens Talwind-Troubadoure angehört habe. Sie bereisten die Küste von Niewinter bis Am und spielten oft vor Herzögen und im Adel. Nur wenige andere konnten sich die Kosten einer Vorstellung leisten, als die Truppe auf ihrem Höhepunkt war. Garrick spricht jedoch nicht gut von dieser Zeit, da ihn die Richtung, die die Truppe einschlug, nicht zufriedenstellte. Anscheinend entdeckte er, dass die Vorstellungen als Ablenkung für Diebestouren dienten und erklärte, dass er damit nichts zu tun haben wolle. Nach der Zurückweisung durch seine Kameraden will er jetzt nur noch reisen und seine musikwilligen Zuhörern vorspielen. Er erscheint etwas jung und naiv und ein bisschen zu gutgläubig Fremden gegenüber. Okay, ja, so wirkte er auch eben so voll, keine Ahnung, er hat halt einfach dieser Hexe Silke gedient und als sie dann umgehauen wurde, naja, dann bin ich jetzt halt arbeitslos. So, wir gucken mal, was seine Klasse so mit sich bringt. Also erstmal schauen wir seine Werte an. Sagenkunde 10. Er hat Kurzschwert und Armbrust. Da können wir uns entscheiden. Und seine Klasse, der Barde zählt zwar zu den Schurken, doch unterscheidet er sich sehr vom Dieb. Seine Stärke liegt in seinem angenehmen und charmanten Wesen. Damit und mit seinem Verstand schlägt er sich durchs Leben. Ein Barde ist ein talentierter Musiker, der jede Menge Klatsch, Lügenmärchen und Überlieferungen auf Lager hat. Als Hans Dampf in allen Gassen weiß er von allem, was seinen Weg kreuzt. Ein wenig, doch ist er nicht in nichts ein Meister. Zwar sind viele Barden Halunken, doch heißt man ihre Geschichten und Lieder fast überall willkommen. So, der kann keine schweren Rüstungen tragen, nur Kettenhemd. Kann keinen größeren Schild als eine Tatsche tragen, kann sich in Waffenfertigkeiten nur üben. Kann sich in Kampfstilen nur üben. Kann Magierzauber wirken, hat einen hohen Wert auf Sagenkunde, kann die Fähigkeit Taschendiebstahl einsetzen, kann Bardenlied einsetzen. Solange der Barde singt, hat sein Lied folgende Effekte auf die Gruppe. Die Moral wird auf den Durchschnittswert zurückgesetzt. Furcht bannen und Immunität gegen Furcht. Okay, also die Moral wird jetzt nicht irgendwie erhöht. Aber es wird Furcht gebannt und Immunität gegen Furcht gewährt. Na gut, okay. Und er kann nur neutraler Gesinnung sein. Okay, dann gucken wir doch hier mal, dass er sein Bardenlied auf jeden Fall immer schön singt. Das ist auch aktiv. Aber er soll bitte, ja, soll er Nahkampf oder? Ja doch, er soll schon Fernkampfwaffen bevorzugen, würde ich sagen. Ansonsten soll er mal seine Zauber stecken lassen. Und ja, schauen wir doch mal, wie es mit Garrick so läuft. Okay. Somit ist unsere Truppe wieder vollständig. Und jetzt habe ich fast schon Lust, es nochmal mit den Spinnen aufzunehmen. Ach so, genau. Aber vielleicht sollten wir erstmal gucken, dass wir hier uns nochmal in dem Gasthaus umsehen. Oh, oh. Karlat. Ihr könnt davon ausgehen, dass ihr am Ende seid. Nehmt es bitte nicht persönlich, aber ich glaube, eure Zeit auf dieser Schlammkugel hier ist abgelaufen.
Was auch immer ihr bekommt, ich zahle das Doppelte. Nö, er ist ein einzelner Typ. Den kriegen wir wohl platt. Ich hoffe, ihr habt euch auch den Willen, diese Worte wahrzumachen. Ja, das schon eher. Den Willen und den Weg. Können wir dann zum Geschäftlichen kommen? Okay. Dann legen wir mal los. Ja, eine Aufgabe. So. Ich weiß gar nicht, was Zauberkeule eigentlich genau macht. Mal sehen. So, mein Guter. Ich glaube, unsere Truppe ist gerade ein bisschen unpraktisch. So gut wie erledigt. Ah. Ja. Aha, ich tu's. Verteilt. So. Oh, irgendwer hat hier gerade ins Gesicht bekommen. Waren wir das, oder? Imoen, du solltest erstmal hier gar nicht so weit vorne stehen. Klartext bitte. Eure Dienerin steht zu euren Diensten. Und du kriegst direkt mal eine leichte Wunde heilen. So. So, Nera macht jetzt natürlich nichts, weil wir ihr gesagt haben, sie soll nicht zaubern. Wobei sie hat doch eine Fernkampfwaffe. Doch, sie benutzt die Schleuder. Oder vielleicht frostigen Tod. Sollen wir es wagen mit ihrem Zauber? Brennende Hände. Farbkugel. Versuchen wir es mal mit einem magischen Geschoss. Autsch. Ihr braucht meine Hilfe? Autsch, autsch, autsch. Wow, der ist echt zäh, der Junge. Ihr habt geläutet? Ich meine, wir klopfen gerade zu sechst auf den einen. So, wir haben gar nicht geguckt, was Garrick jetzt eigentlich für eine Waffe trägt. Ein Kurzschwert. Ja gut, er soll ja Fernkampfwaffen bevorzugen eigentlich. Das lebt sofort. Gut, stimmt. Okay, ich glaube, wir haben es. Was hat der gute Mann dabei? Kettenhemd, mittlerer Schild, ein Brief. Da werden wir vielleicht ein bisschen was erfahren über seinen Auftrag. Mal wieder ein Kopfgeld, wer hätte es gedacht. Wer Böses im Schilde führt, sei informiert, dass auf Mardis, das Ziehkind von Gorion, ein Kopfgeld ausgesetzt wurde. Mhm. Ja, 350 Goldmünzen gibt's für uns, ne? Achso, wir können die Notiz auch kopieren. Okay. Ich halte euch für eine ehrenwerte Person. Was benötigt ihr? Vielen Dank. Okay, dann macht euch um mich keine Sorgen. Gucken wir uns hier mal um. Seltsame Dinge sind hier im Gange. Perdu. Hallo, habt ihr zufällig hier in der Gegend so einen großen, ungehobelten Typen mit einem Hundekopf gesehen? Ein Hundekopf? Ich sag doch, ein Hundekopf. Und aus dem Maul stinken tut er wie eine Hyäne. Ein Wok? Blöde Ziege, keine Ahnung von Monstern. Haut ab, ihr helft weder mir noch sonst jemandem. Seltsame Dinge sind hier. Okay. Da hätten wir wohl eine Quest bekommen, wenn wir uns besser ausgekannt hätten. Schade. Aber gut, so ist es jetzt eben. Gehört ja auch dazu, bei Rollenspielen mit seinen Entscheidungen zu leben, was? Wie wär's mit einem Whisky? So, dann können wir gleich einmal rasten und gucken, hat der gute Mann hier noch irgendwelche Gerüchte für uns? Nicht so aus. Mieten wir uns mal ein. Und können dann auch von Nera direkt wieder den Identifizierungszauber benutzen, den sie vorbereitet hat. All diese Reisen, all diese Abenteuer, wie kommt ihr damit klar? Bis jetzt war ich kaum in der Lage, mich über Wasser zu halten. Aber mit euch scheint alles so einfach. Naja, einfach ist es nicht, ne? Wir werden von großen Spinnen verprügelt und ständig
Will uns jemand umbringen? Genau. Einfach, wir müssen uns gehörigen Gefahren stellen, Nera. Mehr Leute bedeuten mehr Sicherheit. Wenige wagen es, sich mir in den Weg zu stellen. Nun wisst ihr, wie es ist, mit einer mächtigen Beschützerin zu reisen. Ich habe jetzt wirklich keine Zeit, mich mit euch zu unterhalten, Nera. Ein andermal vielleicht. Ich würde jetzt, denke ich, mal das zweite nehmen. Mehr Leute bedeuten mehr Sicherheit. Oder das erste. Wir nehmen das erste. Ach ja, das. Ich wollte ja nur sagen, dass die gewöhnlichen Dinge leichter geworden sind. Ich muss mich nicht mehr ständig sorgen, woher ich meine nächste Mahlzeit bekomme. Oder ob mir ein Kobold im Schlaf die Kehle aufschlitzt. Ja, das ist wahr. So habt ihr gelebt, bevor wir uns trafen? Oh, na, das klingt doch nach einem guten Tod für euch. Im Schlaf seht ihr ihn nicht kommen. So habt ihr gelebt, bevor wir uns trafen, fragen wir. Ja, Steine als Kopfkissen, Lehm fressen, all das und mehr. Eine Welle des Glücks nach der anderen, schon die ganze Zeit, seit ich den Hochwald verlassen habe. Hochwald? Da kommt ihr her? Das bin ich. Geboren und aufgewachsen im Gebüsch. Zumindest bis sich meine Fehler so hoch gestapelt hatten, dass sie über mich hereingebrochen sind. Was hat euch aus eurer Heimat vertrieben? Fehler können korrigiert werden. Ich bin mir sicher, dass ihr nicht gezwungen wart, vorzugehen. Nur ein Feigling flieht vor den eigenen Fehlern. Wir fragen erstmal lieber weiter, bevor wir irgendein Urteil fällen. Naja, so dies und jenes. Ich war nie eine gute Schülerin der Magie, was wohl auch daran lag, dass ich niemals wirklich geübt habe. Ich habe irgendwann angefangen, hier und da ein paar Zauber rauszuhauen und da bin ich nun. Oje. Ein paar Zauber rauszuhauen? Was ist passiert? Ihr habt da wohl ein paar Feinheiten und Details ausgelassen. Was ist passiert? Ihr versteht es wirklich, jemanden dazu zu bringen, sich zu öffnen. Natürlich teile ich gerne intime Details meiner Vergangenheit mit euch. Ihr macht es mir wirklich einfach. Okay, okay. Nehmt euch Zeit. Erzählt weiter, wenn ihr bereit Während seid. Während unseres magischen Trainings sollten wir eine Feuersphäre beschwören. Die meine hat sich irgendwie von mir gelöst. Und einen Augenblick später warfen sich meine Klassenkameraden schreiend auf den Boden. Oh je. Eine schreckliche Wendung, aber es war nicht eure Schuld. Vielleicht sollte man die Schuld euren unfähigen Lehrern geben. Erinnert mich daran, Abstand zu halten, wenn ihr zaubert. Naja, sie hat es ja nicht mit Absicht gemacht. Genau, wir nehmen das obere. Natürlich trifft mich die Schuld. Ich hätte vorsichtiger sein sollen. Ich hätte die Verantwortung übernehmen können oder zumindest einen Wassereimer schnappen sollen. Stattdessen rannte ich fort, erschüttert von dem, was ich getan hatte. Ich kann verstehen, dass ihr in dieser Situation panisch reagiert habt. Hört sich für mich nach dem richtigen Zeitpunkt an, um abzuhauen. Ihr habt nicht einmal versucht zu helfen. Jo, wir nehmen das obere. Es ist nett von euch, das so hinzustellen. Manchmal gibt es Zeiten, in denen ich so denken möchte. Es war verwirrend und ich hatte nicht die Absicht, jemanden zu verletzen. Und dennoch. Danach rannte ich in die Wälder und konnte es nicht über mich bringen, zurückzugehen und mich den Konsequenzen zu stellen. Dann und wann schlich ich für etwas zu essen zurück ins Dorf. Und einmal, um einen Brief für meine Eltern dazulassen. Aber letztendlich musste ich gehen. Ich begann, den Hochwald zu durchwandern. Aber stets habe ich mich mit den falschen Leuten eingelassen und die falschen Entscheidungen getroffen. Schließlich hat mich Turlang der Ent geschnappt und gesagt, verzieh dich. Naja, wenn auch nicht wörtlich. Und so habt ihr euch auf eure Reise begeben? Eine interessante Geschichte. Ich würde gerne mehr darüber hören irgendwann. Bei den Göttern ist sie fertig. Sie ist fertig. Ich habe Tränen in den Augen. Sag nichts mehr, sonst sterbe ich an Flüssigkeitsmangel. Wie gemein. Eine interessante Geschichte. So habt ihr euch auf eure Reise begeben. Ja, ich verließ den Hochwald. Ich bin nun schon eine Weile auf Wanderschaft. Ich habe die ein oder andere Idee, wohin es gehen könnte. Aber entschieden habe ich mich noch nicht. Kommt, lasst uns diese Reise gemeinsam fortsetzen. Tja, das machen wir. Und Nera,
hat uns ein bisschen was von sich erzählt. Unfälle passierten. Nera sagt, sie hätte den Hochwald verlassen, nachdem ein verunglückter Zauber mehrere ihrer Kommilitonen verstümmelt hatte. Es hört sich jedoch nicht so an, als hätten ihre Lehrer sie verbannt. Sie scheint aber zu denken, dass diese sie rausgeworfen hätten, wenn sie sich nicht vorher dafür entschieden hätte, zu fliehen. Ihr Urteilsvermögen scheint nicht das Beste zu sein, aber ich denke, hinter ihrem Leichtsinn steckt ein gutes Herz. Okay. Unser Charakter scheint ja zu glauben, dass das Fliehen gar nicht unbedingt notwendig gewesen wäre. Lachsluger. Das ist ein interessant... Ach nee, Lachluger. Ich bin ein Holzfäller, wenn ich's doch sag. Ich arbeite die Nacht und schlaf am Tag. Okay, dann haben wir doch hier schon mal ein bisschen was herausgefunden über unser neuestes Gruppenmitglied. Raleo Windspeer. Nett, dich kennenzulernen, Freund. Hallo und willkommen, Reisende. Raleo nennt man mich. Raleo Windspeer. Euch habe ich hier noch nie gesehen. Seid ihr am Ende neu in der Stadt? Ich will überall so viele Leute kennenlernen wie möglich. Man hört so viele Geschichten und Begebenheiten. Was könnt ihr uns über Birgost erzählen? Wart ihr im Süden? Ich habe gehört, dass es Ärger in Nashkel gibt. Ach, kommt, zieht Leine. Ich kann euch leider überhaupt nicht gebrauchen. Ja, vielleicht kann er uns noch mal was über Nashkel erzählen. In der Gegend war ich jetzt schon lange nicht mehr, deswegen kann ich nicht viel dazu sagen. Wahrscheinlich haben die anderen aus der Stadt sowieso schon viel erzählt, oder? Ja, das stimmt allerdings. Was könnt ihr uns dann über Birgost erzählen? Was wollt ihr denn wissen? Ich kenne viele unter den Einwohnern und weiß auch ein bisschen was über die Geschichte. Sind noch ein paar Suchmissionen ohne Ergebnis? Wir sind nämlich sowas wie Abenteurer. Abenteurer, was? Ja, wenn ihr es euch zutraut. In den Ruinen der Schule von Ulcaster, südöstlich der Stadt, gehen seltsame Dinge vor. Ich würde da nicht hingehen, wenn ich mir meiner Fähigkeiten nicht ziemlich sicher wäre. Sind schon viele Leute mit guten Absichten hingegangen und nicht wiedergekommen. Ist also nur etwas, wenn ihr kampferprobt seid. Ansonsten wartet Frau Mirienne schon lange auf Nachrichten von ihrem Mann. Er sollte schon seit langem aus Arm zurückgekehrt sein. Ich weiß, dass sie für alle Neuigkeiten dankbar wäre. Sie wohnt ganz im Osten der Stadt, falls ihr helfen wollt. Möchtet ihr sonst noch was wissen? Mirienne haben wir schon getroffen. Wovon reden die Leute hier? Was sagen sie zu den Problemen in der letzten Zeit? Also das mit dem mit den Ruinen, ich glaube, das sollten wir uns jetzt mal noch nicht antun. Wir sind ja, die meisten in der Gruppe sind ja noch Stufe 1. Wenn er sagt, Kampf erprobt, könnte das ein Hinweis darauf sein, dass wir da vielleicht noch nicht hingehen sollten. Wovon reden die Leute hier? Was sagen sie zu den Problemen der letzten Zeit? Ach so, ihr meint wohl die Eisenknappheit. Die hat dem Schmied hier vor Ort wohl schon ziemlich zugesetzt. Terom ist ein ausgezeichneter Schmied, aber in letzter Zeit hat er nicht so viel zu tun. Seine Schmiede ist immer noch gut ausgestattet, aber er sieht sich auch nach anderen Materialien um, die er bearbeiten kann. Keine Ahnung, was das sein könnte, aber er hat ein gutes Händchen für exotisches Zeug. Kann ich sonst noch mit irgendwas helfen? Nichts Bestimmtes. Was gibt's denn hier für Einkaufsmöglichkeiten? Einkaufsmöglichkeiten? Schaut mal bei der Feldeposts Wirtshaus vorbei. Die haben verschiedene Dinge im Angebot. Ja, genau, da wollen wir auch hin, um das Buch zu kaufen. Die haben verschiedene Dinge im Angebot. Manche davon sogar mit magischen Kräften. Nehmt aber genug Gold mit, denn billig sind sie nicht gerade. Wenn ihr ein bisschen Gold übrig habt, solltet ihr auch mal bei Talantir westlich von der Stadt vorbeischauen. Er hat einen Laden in seiner Burg, ist aber nicht sehr scharf auf Besuch. Okay, Talantir westlich von der Stadt. Das schreibe ich mir mal kurz auf. Talantir westlich von Birgost. Burg. Laden. Sprecht auf jeden Fall sofort mit ihm, wenn ihr eintretet. Es ist nämlich schon fast tödlich, ohne Erlaubnis in seinem Laden herumzustöbern. Er erschreckt die Leute auch gerne ein bisschen.
Wollt ihr sonst noch etwas wissen? Okay, nein, danke. Ihr wart eine große Hilfe. Kein Problem. Ist mir immer eine Freude, jemanden kennenzulernen. Schön, dass es auch noch nette Menschen gibt, die uns nicht einen Kopf kürzer machen möchten. Das finde ich dann doch sehr angenehm. So. Das macht doch Mut. So, haben wir denn jetzt hier mal jemanden, der... Das ist ja ein komischer Kauz. Schlösser. Was hast du eigentlich für Fähigkeiten im Schlösserknacken? 25. Und Garrick hat... Oh, der hat gar nicht Schlösserknacken. Ach, der hat Taschendiebstahl. Okay. Ja, da müssen wir dann vielleicht... Hier lang! ...auch mal irgendwann Gebrauch von machen. Okay, sie hat es nicht aufbekommen. Haus damit verstanden. In den Raum. Achso, da war gerade irgendwie der Pfad ein bisschen komisch. Alles verschlossen hier. Achso, klar, wir müssen ihr ja auch noch befehlen, dass sie das Schloss knacken soll. Konnte Schloss nicht öffnen. Schade. Die scheinen ja ziemlich doll verschlossen zu sein, die Schlösser. Schade. Na gut. Klartext, ihr wollt es, ihr bekommt es. Alles zu. Was benötigt ihr? Dann gehen wir wieder runter. Macht euch um mich keine Sorgen. So, ich glaube, wir haben jetzt mit allen gesprochen. Ja? Dieser Typ läuft hier rum. Haus damit. Schade, von dem hätten wir wahrscheinlich noch eine Quest bekommen, wenn wir uns nicht so dämlich angestellt hätten. So. Jetzt gucken wir gerade noch mal nach dem Gasthaus. War das der windige Schwindler? Nein, das war doch hier Feldepost. Nee, Feldepost Wirtshaus. Wo war denn der Händler? Angeblich hat der magische Gegenstände. Müssen wir noch mal gucken. Habe ich das irgendwie nicht gesehen. Hier unten könnte auch noch was sein. Tür ist verschlossen. Die auch. Und ich habe übrigens auch noch den Tipp bekommen, immer alle Seiten der Karten einmal abzuklappern und in die nächste Karte zu klicken. Einfach damit sich das auf der Karte einmal freischaltet und man dann dorthin schnell reisen kann. Vielen Dank für den Tipp einmal. Hohe Hecke. Ist das die Burg? Das hilft uns auf jeden Fall. Dann auch entsprechend nicht immer über alle Karten wieder rennen zu müssen, wenn wir irgendwo anders hin möchten. Alles durchsucht. Im Norden waren wir ja schon. Da kamen wir ja her, soweit ich mich erinnere. Berigost war jetzt ja auch eine etwas größere Stadt.
Okay, so, dann haben wir hier geguckt. Was hat es mit dem großen Gebäude noch auf sich? Oh, das ist irgendein großes Haus. Verstanden. Hallo Kumpel, was dein freundliches Gesicht? Ah, wer gibt euch das Recht, in mein Haus einzudringen? Verzeiht die Störung, es interessiert mich nur, was ihr da macht. Was ich mache, geht euch nichts ran. Raus mit euch oder ich rufe die Wache. Das sollten wir dann auch verstanden. Tun. Genau, und hier waren wir, glaube ich. Doch, hier waren wir schon, oder? Bin mir gerade nicht ganz sicher. Ne, ist aber auch verschlossen. Okay, dann würde ich doch sagen, versuchen wir es nochmal bei Feldepost und gucken da nach einem Händler und dann gehen wir nochmal zurück zum windigen Schwindler, weil irgendwo hatte ich dieses Buch gesehen, was Firebat haben möchte. Ich habe das irgendwie noch so im Hinterkopf abgespeichert, dass ich das irgendwo gesehen hatte. Sogar schon zweimal. Was hatte er jetzt gesagt? Ich verstehe das gerade nicht. Wo soll denn hier ein Händler sein? Hier ist doch nur der Koch. Und der Schankwirt, der hat... Wie wär's mit einem Whisky? Ah, doch. Da ist er doch. Jawohl, der Schankwirt. Wir kaufen einmal die Geschichte der Schicksalsmünze. So, was haben wir noch? Oh, okay. Wir können hier diverse Schriftrollen erwerben. Aber das war's dann auch schon. Und die Sachen sind echt teuer. Der Beschützer. Schönes Schutzamulett. Ein Kompositlangbogen. Abwehrarmschützer. Bessere Kugeln. Okay. Gut, dann wird sich Firebat doch jetzt über das Buch freuen. Verstanden. Praktisch auch, dass das hier direkt gegenüber ist. Er hätte ja eigentlich auch nur über die Straße gehen müssen. Macht euch um schön. Mich keine Sorgen. Ist ganz schön schwer, heutzutage gute Kameraden zu finden. Ah, ihr verhaltet euch einem alten Mann gegenüber sehr großzügig. Dann werde ich meinerseits auch großzügig sein. Lasst mich euch dafür ein anderes Buch geben. Es ist zwar etwas düsterer als jenes, welches ihr mir gegeben habt, aber ich glaube, es wird euch dennoch gefallen. Schön für euch, wenn ihr schafft, uns zu retten. Okay. Brian wäre auf eure Taten stolz. Der alte Firebird war dankbar, dass ich sein Buch aufgespürt habe und hat mich belohnt. Jetzt haben wir auch einen Erfolg bekommen. Genau. Was hat er uns denn für ein Buch geschenkt? Die Geschichte der Toten Drei. Knöchelbeine, Schädelrollen und der leere Thron. Vor langer Zeit gab es nur einen Gott der Zwietracht des Todes und der Toten. Und er war unter dem Namen Jergal, Fürst über die endgültige Bestimmung aller Dinge, bekannt. Das ist ein langer Titel. Jergal blühte auf, wenn zwischen Sterblichen oder anderen Mächten Zwietracht herrschte. Wenn sich Wesen in ihrer Gier nach Macht oder aus Hass gegenseitig töteten, hieß er sie in seinem Schattenreich der ewigen Düsternis willkommen. Da alle Dinge sterblich waren, kamen auch schließlich alle zu ihm. Und mit der Zeit konnte er seine Macht zu einem Königreich ausbauen, dem kein anderer Gott des Wassers das Wasser zu reichen vermochte. Doch letztendlich wurde er seiner Pflichten müde, da er sie zu gut kannte.
Ohne Herausforderung entsteht nichts und im Nichts herrscht nichts als Düsternis. In einem solchen Zustand kann nicht mehr zwischen der absoluten Macht und der absoluten Machtlosigkeit unterschieden werden. In dieser Zeit erhoben sich drei mächtige Sterbliche, Bane, Baal und Myrkul, die nach Jergals Macht strebten. Die drei schmiedeten einen ruchlosen Plan, der besagte, dass sie bei dem Versuch, diese Macht zu erlangen, ihr Leben aufs Spiel setzen würden. Sie schritten auf der Suche nach wirksamer Magie und Zaubern die Länge und Breite der Reiche ab und entkamen immer wieder nur knapp dem Tod. Welchen Monstern sie sich auch in den Weg stellten und welchen Zaubern sie die Stirn boten, die drei Sterblichen blieben stets unversehrt. Schließlich vernichteten die drei einen der sieben verschwundenen Götter und jeder nahm sich einen Teil seiner göttlichen Essenz. Dann reisten die drei in die graue Steppe und suchten die Knochenburg. Sie kämpften sich einen Weg durch Armeen von Gerippen, Legionen von Zombies, Horden körperloser Untoter und Leichname. Schließlich hatten sie das Ziel ihrer Suche erreicht, den Knochenthron. »Ich beanspruche diesen Thron des Bösen für mich«, rief Bane, der Tyrann. »Ich werde euch vernichten, bevor ihr einen Schritt weiter geht«, drohte Baal, der Meuchelmörder. »Und ich werde eure Essenz für alle Ewigkeit einkerkern«, versprach Myrkul, der Nekromant. Jergal erhob sich mit einem müden Gesichtsausdruck von seinem Thron und sagte, »Der Thron gehört euch. Ich bin dieser leeren Macht müde. Nehmt sie euch, wenn ihr das wünscht. Ich verspreche euch, als Seneschall zu dienen und zu führen, bis es euch in der Rolle wohl ist.« Bevor das erstaunte Trio reagieren konnte, fuhr der Totenfürst fort. »Wer von euch wird Herrscher sein?« Die drei stürzten sofort wieder aufeinander los, während Jergal gleichgültig zusah. Als es schließlich den Anschein machte, dass sie entweder alle drei vor Erschöpfung sterben oder eine Ewigkeit lang weiterkämpfen würden, griff der Fürst über die endgültige Bestimmung ein. »Wollt ihr wirklich mit gar nichts enden, nachdem ihr all diese Opfer gebracht habt? Warum teilt ihr die Aufgaben des Herrschers nicht untereinander auf und versucht euch gegenseitig an Geschick zu übertreffen, fragte Jergal. Bane, Baal und Myrkul überlegten sich das göttliche Angebot und klärten sich einverstanden. Jergal nahm die Köpfe seiner drei mächtigsten Leichname und gab sie den dreien, sodass sie sich im Schädel werfen messen konnten. Okay. Jeder Sterbliche rollte einen Schädel über die graue Steppe, nachdem sie vereinbart hatten, dass der siegen sollte, der seinen Schädel am weitesten geworfen hatte. In diesem Augenblick traf Mala, der Fürst der Tiere, ein, um Jergal zu besuchen. Nachdem er sich schnell vergewissert hatte, dass der Sieger des Wettbewerbs Jergals ganze Macht erhalten sollte, lief er den drei Schädeln nach, um dafür zu sorgen, dass der Wettbewerb unterbrochen würde, bis auch er daran teilnehmen konnte. Baal, Bane und Myrkul begannen erneut, sich zu bekämpfen, da ihre sportliche Betätigung offensichtlich gestört war und Jergal griff noch einmal ein. »Warum überlasst ihr die Entscheidung nicht der Göttin des Glücks, damit ihr nicht mit dem Raubtier teilen müsst?« Die drei erklärten sich einverstanden und Jergal brach von seinem Skelett die Fingerknochen ab, um sie an die Teilnehmer auszuhändigen. Als Mala von seiner Jagd nach den Schädeln zurückkehrte, musste er feststellen, dass die drei soeben eine Runde des Knöchelziehens beendet hatten. Bane rief freudig aus, »Als Sieger habe ich beschlossen, für alle Ewigkeit als der oberste Tyrann zu regieren. Ich kann beliebig Hass und Zwietracht säen, und alle, die sich in meinem Königreich aufhalten, müssen sich vor mir verneigen.« Myrkul, der den zweiten Platz belegte, erklärte, »Doch ich wähle die Toten, und dadurch bin ich der eigentliche Sieger, denn alles, was ihr beherrscht, Bane, wird schließlich mir gehören. Alle müssen sterben, sogar die Götter.« Baal, der den dritten Platz erreicht hatte, erhob nun seinerseits einen Einwand. »Ich wähle den Tod, und durch meine Hand wird alles, über das ihr herrscht, Fürst Bane, schließlich an Fürst Myrkul übergeben. Ihr beide müsst mich ehren und meinen Wünschen gehorchen, denn ich kann euer Königreich zerstören, Bane, indem ich eure Untertanen ermorde, und ich kann euer Königreich verkommen lassen, Myrkul, indem ich niemanden mehr töte.« Mala schrie wütend auf, doch er musste sich mit dem Ergebnis abfinden, und einmal mehr blieb ihm nur die Herrschaft über die Raubtiere. Und Jergal lächelte nur, denn er war endlich erlöst. Was für eine schöne kleine Geschichte. Okay. Sehr schön. Hast du noch irgendwas? Ist ganz schön schwer, heutzutage gute Kameraden zu finden.
Ah, ein Bücherwurm erkenne ich 10 Meilen gegen den Wind. Kommt doch wieder, wenn ich etwas mehr Zeit habe. Vielleicht können wir dann etwas über Geschichte und Literatur plaudern. Ja, das klingt immer spannend. Bin ich auch immer für zu haben. Macht euch um mich keine Sorgen. Und jetzt gucken wir nochmal hier in den Süden, dass wir da auch die nächsten Gebiete einmal erkunden. Okay, das wäre dann wieder eine Art Wald. Verstanden. Und dann klicken wir hier nochmal kurz hin. Und somit haben wir dann wirklich, glaube ich, alles erkundet in Berigost. Ich gucke dann gleich nochmal kurz ins Questlog. Und dann würde ich doch fast sagen, geht's auf nach Nashkel. Oh, hier haben wir noch einen großen Tempel. Genau, da war der freundliche Arm. Und wir hatten uns ja auch, ich glaube, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, aber ich glaube, hier hatten wir uns auch noch nicht komplett umgeschaut. Das können wir gerne dann auch nochmal nachholen. So, oh, es ist ja jetzt Nacht. Genau, das war nämlich der Hinterhalt und wir haben erstmal entschieden, macht euch um mich keine Sorgen, auf dem Weg zu bleiben. Also mit Wölfen können wir es auf jeden Fall aufnehmen, das ist kein Problem. Und das gibt ja auch immer Erfahrungspunkte. Chase. Hallo Chase, was stehst du denn hier rum? Fasst mich nicht an. Ich könnte mir was einfangen. Hallo. Ich wollte euch gerade verbieten, noch näher zu kommen, aber das funktioniert ja wohl nie, stimmt's? Trotzdem werde ich mich angemessen verhalten. Kommt nicht näher, sonst springe ich. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich springe wirklich. Also nochmal, nicht näher kommen und versucht nicht, mich aufzuhalten. gut. Gut? Ihr macht gar nichts? Ihr müsst ganz schön viel Vertrauen in meinen Lebenswillen haben. So viel Vertrauen hat noch niemand in mich gehabt. Nie. Nicht mal meine Mama. Vielen Dank, dass ihr mir so viel Vertrauen entgegenbringt. Ich will leben. Ich will leben. Oh nein, jetzt muss ich schnell nach Hause, bevor Mama den Zettel findet. Bei sowas ist sie immer empfindlich. Jeeves muss ihren üblichen Schnaps doppelt so stark machen und dann erzähle ich ihr von meinem Entschluss. Haha, das Leben macht wieder Spaß. Okay. Oh, ist das Marians Sohn? Ach nee, sie sucht ja ihren Ehemann, nicht ihren Sohn. Wo war denn nochmal Gurkes Umhang? Im Mantelwald. Okay. Und dieser Oger? Südlich vom freundlichen Arm. Oh ja, der Oger mit dem Gürtelfetisch, richtig. Gut, da waren wir jetzt auch noch nicht. Da könnten wir dann vielleicht... Weil ich jetzt eigentlich in Erinnerung hatte, dass wir da ausreichend geguckt hatten, aber dann haben wir wohl den Oger noch nicht gefunden. Oh, was bist du? Achso, Kerzenburg im Westen. Oh, ist das hier nochmal ein anderer Weg? Ich finde es irgendwie toll. Es entsteht irgendwie ganz automatisch wirklich so eine Art... Ah, okay, nee, das passt soweit. So eine Art, Verstanden. Erkundungsgefühl hier. Das haben sie toll gemacht. Mit den Möglichkeiten, die ihnen so zur Verfügung standen damals. So, können wir denn hier noch in den Süden? Nee, können wir nicht.
Verstanden. Aber hier können wir noch gucken. Man kann auch echt weit rauszoomen. Was war das hier gerade? Achso, das war der tote Wolf. Und ich muss sagen, wenn man sich erstmal so ein bisschen an die Steuerung und die Eigenheiten des Spiels gewöhnt hat und so der erste Kulturschock, sag ich mal, den es dann ja so gibt, überstanden hat, dann macht es irgendwann auch echt richtig Spaß. Es ist halt immer erstmal etwas ungewohnt. Oh, hallo, du bist ein Schwarzbär und du bist bestimmt relativ gefährlich, richtig? Oh, warte mal, kann man mit dir reden? Schade, wir haben niemanden, der so gut wie erledigt mit Tieren sprechen kann. Der sieht mir fast so aus. Wenn niemand besser geeignet ist. Schade, hätte ja sein können, dass Jahira mit ihm reden kann, weil sie ist ja Halbdruidin. Aber nee. Ich weiß auch nicht, ob es in Baldur's Gate die Befähigung gibt, mit Tieren zu sprechen. Ihr wollt es, ihr bekommt es. Gut, dann machen wir jetzt gerade mal noch gleich, wenn wir hier einmal alles angeguckt haben, einen Abstecher zu dem Wäldchen direkt daneben und suchen mal nach dem Gürtelfetisch-Oger. Ich habe mich schon gefragt, haben wir denn jetzt eigentlich alle Gürtel verkauft, die wir hatten? Ja, das war vielleicht nicht so clever. Und wir haben hier noch was zum Identifizieren. Gürtel der Gegensätze. In diesem robusten, mit Eisbärfell verzierten Gürtel, edel, sind Bilder blauer Monde und weißer Eisschollen eingestanzt. Sein Träger ist immun gegen Kältewirkungen, aber leidet doppelt unter jeglichen Feuerschaden. Oh, 100% Kältewiderstand, das ist praktisch. Das ist mal richtig praktisch, den heben wir auf jeden Fall auf. Irgendwann werden wir ganz bestimmt mal auf einen Gegner treffen, der Kälteschaden verursacht und dann sind wir fein raus, dann kann der uns ja mal gar nichts mehr. Mega gut. Los, los, los! Der hat eine Kugel abgekriegt und war sofort tot. Auch nicht schlecht. Okay, damit haben wir das Gebiet einmal vollständig erkundet. Mhm. Da möchten wir hin. Genau, hier hatten wir diesen seltsamen alten Mann getroffen. So. Und ich würde sagen, hier machen wir mal für heute Ende und wir in der nächsten Folge werden wir dann hier noch ein bisschen uns umschauen und werden auch nach dem Oger, nach dem Oger suchen, für den wir jetzt eigentlich gar keine Gürtel haben. Aber wir hören uns erstmal an, was er denn so haben möchte. Und ich bedanke mich, dass ihr wieder alle zugeschaut habt. Das Let's Play ist wirklich sehr gut angekommen und ich würde mich über ein Like und oder einen Kommentar sehr, sehr freuen. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao.